Ja, hallo Leute, willkommen beim Phantasis Studio Bemal Service. Wir sind heute nicht alleine, oder ich bin heute nicht alleine. Und zwar haben wir noch den Allah an unserer Seite. Hallo. Winke, winke. Allah, du bist bei uns. Seit wann? Seit ungefähr Anfang. Seit Also Anfang nicht an. ganz, aber Also, fast. und in all der Zeit immer im Hintergrund gewesen und Ja. die Fäden gezogen. Naja, ganz so schlimm ist er doch nicht. Okay, der Allah hat ein Projekt gemacht und zwar ein Infinity-Projekt. Das möchten wir euch zeigen. Und zwar das Besondere ist hieran, dass alle Modelle in Hero- und Character-Qualität bemalt wurden. Also unsere höchsten Qualitätsstufen, Level 4, 5 und 6. Und der Allah wird jetzt einfach mal ein bisschen was dazu erzählen, während ich hier euch die Miniaturen versuche, mit der Kamera einigermaßen näher zu bringen. Genau, also es sind insgesamt 19 Miniaturen, 10 davon in Character-Qualität und 9 in Hero. Die sag mal eher Truppen, das sind die 4, die man hier sieht, die also sehr ähnlich aussehen, die Quan Chi und nochmal 4 an der Seite. Das sind auf jeden Fall welche, die in Character-Qualität bemalt worden sind. Man sieht ja auch schon, der Kunde wollte halt keine Metallfarben haben, deswegen haben wir so ein bisschen eine Art Non-Metal Metallic benutzt. Weiterhin sind die zwei Kampfroboter auch in Charakterqualität bemalt worden. Sind die Tags, gell? Bei Die Infinity Tags. Tags heißen die, ja. Genau. Das sind dann die 10 Charakterqualität Modelle. Und der Rest ist in Hero gemacht, angefangen mit den zwei Bikern. Die sind jetzt vom Farbschema her auch anders, weil die prinzipiell zu dieser japanischen Sektorialarmee gehören. Dann gibt es hier den Hisien. Hysien, ich kann die auch nicht aussprechen, ja. Genau. Hier noch ein Scharfschütze, der mir auch vom Modell her extrem gut gefällt, der Sun Tzu Version 2.0. Die zwei sehr interessanten Modelle, Imperial Agents, Crane und Pheasant Rank, glaube ich. Was mir an den Modellen echt gut gefällt, ist dieser, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera so gut sehen kann, dieser türkise Schweif, den die da hinten dran haben. Bei dem mittleren Modell hast du es ja, glaube ich, auch ein bisschen angebracht. Genau, bisschen dunkler, Ja, aber ja. es macht sich richtig gut. Und die Waffen leuchten auch richtig schön, die Klingen. Die stechen richtig schön hervor. Also auch als Abgrenzung zu der Rüstung und dem Mantel, der ja eher ein bisschen dunkler ist. Ja, ich habe vor allem bei den Modellen auch alle, also bei den leuchtenden Augen zum Beispiel und auch jetzt bei den Schwertern, mal so ein bisschen mit Fluorfarben von Vallejo experimentiert. Da kommt der Leuchteffekt wirklich nochmal extrem gut rüber. Hier haben wir noch ein Modell, dessen Name mir jetzt gerade echt entfallen ist. War quasi das erste Modell, das ich hier von dem Ganzen bemalt habe. Und hier die zwei, das sind eigentlich meine Lieblingsmodelle, die ich auch vorher selber schon habe, die zwei Ninjas. Also das eine ist der, ja, die haben besondere Namen. Ja, Infinity-Namen sind immer Ach, sehr verdammt. besonders. Ich habe die auch alle nie im Kopf. Genau. Und bei denen habe ich halt auch, das sieht man an dem Grün wahrscheinlich nochmal, da auch sehr viel mit dieser grünen Fluorfarbe gearbeitet. Die finde ich echt super. Im Prinzip war der Kundenwunsch, die Modelle sollen in der nah an den Infinity-Bemalungen sein, von der Farbgebung her. Und was man bei allen Modellen ja auch noch eigentlich sieht, was auch echt super schick ist, sind die Micro Art Studio Scenic Bases, die sie speziell für Infinity entwickelt Also haben. das sind jetzt auch wirklich die Basen, die genau von der Infinity-Reihe sind, weil sie auch diese ideale Größe haben von der Basengröße her. Also passt jeweils zu dem richtigen Modell auch. Auf jeden Fall. Und was bei denen halt auch noch, finde ich jetzt wirklich ein super interessanter Clou ist, sind die Waffen oder wie bei den Tags hier zu sehen, Überreste von anderen Tags und Drohnen. Kommen wir so von oben, dass man die Basen ein bisschen besser sehen Genau. kann Die direkt. sind alle auf Infinity zugeschnitten. Also wenn man eine Armee spielt, häufig sind es hier auch Ariadna-Waffen drauf, dann kennt man das sofort Ja, wieder. sind auch viele schöne Kleinigkeiten auf den Basen, mal so eine Cola-Dose oder mal irgendwelches, ja, Schuttgeröll, Kram, der eben einfach in so einem urbanen Schlachtfeld rumliegt. Sieht gleich nochmal eine ganze Ecke
heftiger und besser aus, wenn auch noch so eine Szenario-Base dabei ist. Alle von MicroStudio sind Resin-Bases, haben wir die Modelle auch drauf gestiftet. Bis auf bei den Großmodellen, weil die auch super so drauf passen. Und ich habe auch ein bisschen darauf geachtet, dass die quasi thematisch zueinander passen. Das halt also die vier, die. Farblich, ja, sieht man auch. Genau, das sind halt dann auf diesen. Weil das sind zwei verschiedene Formen von Bases. Das sind die Urban War und die Urban Bases. Also einmal sind es quasi, es ist eine heile Stadt und einmal eine zerstörte Stadt. Mhm. Aber das passt eigentlich auch ganz gut, dass man das auch mal ein bisschen so wie eine Art Szenario sich dann aufstellen kann, hinstellen kann in die Vitrine oder so. Ja. Ja. Hammer, also wirklich, das ist so, ich glaube, von was die Qualitätsstufe angeht, ist das erste Projekt, was wir jetzt bisher so komplett durchgehend auf Character- und Hero-Niveau gemacht haben. Ansonsten haben wir immer viel Skirmish, viel Regiment und mal wirklich ein Projekt, das in der absoluten, ja, unserer maximalen Qualitätsstufe, die wir eben anbieten, komplett durchziehen, ist tatsächlich wirklich das erste. Deshalb an dieser Stelle mal ein großes Dankeschön an den Kunden, dass das gemacht werden konnte. Also es war eine richtige Herausforderung. Ja. Ich hoffe, er ist auch zufrieden damit. Und abschließend zu sagen, wenn ihr euch dafür interessiert, Allah ist da der richtige Mann, der richtige Künstler für diese ganze Sache. Vor allen Dingen, was Infinity angeht. Vor allem Infinity, das stimmt allerdings. Und ja, irgendwelche letzten Worte? Nö, Hauptsache, wir können weitermalen. Ja. Hoffe ich auch. Okay, also bis dann und im Anschluss, wie ihr wisst, wieder mal ein paar Bilder. Macht's gut. Tschüss. Ciao.